und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute erfüllen wir mal wieder einen Zuschauerwunsch und testen den neuen ZT-Rennauspuff 2021 am S60 Sport Plus Membran. Quatschen wir gar nicht lange rum und fangen direkt damit an. Wir erreichen hier eine Radleistung von 17,1 PS bei knapp 11.400 Umdrehungen sowie ein Drehmoment von 10,8 Nm. Am Motor liegen hier 20,4 PS sowie 12,8 Nm an. Wir haben hier ein sehr schön gleichbleibendes Drehmoment, allerdings macht der Auspuff für mein 60er etwas zu früh dicht, wodurch es hier im Vergleich zu anderen Anlagen etwas an Spitzenleistung, Drehmoment und Bandbreite fehlt. Zum Vergleich nehmen wir hier mal den Auspuff mit rein, mit dem der 60er sonst gefahren wurde. Damit erreichen wir, wie hier zu sehen, in der Radleistung sowie auch am Motor über 1 PS mehr und nochmal eine Steigerung um 0,3 Nm. Das Ganze liegt dann zwar bei höheren Drehzahlen an, man hat dafür aber ein breiteres Drehzahlband und der 60er Sport Plus Membran ist eben auch alles andere als ein Alltagsmotor. Der ZT Rennauspuff 2021 bleibt für mich nach wie vor eine sehr gute Anlage. Mein 60er Membran ist hier wahrscheinlich einfach nur schon zu scharf bearbeitet, als dass dieser Auspuff das volle Leistungspotenzial ausschöpfen könnte. Dabei wollen wir es für heute auch belassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.